mein Gott. Er ist der bekannteste First-Dates-Kandidat. Seine Folge ist auf TikTok viral gegangen und jeder kennt seine legendären Sprüche. Die Rede ist von Alex, der gerne Punkrock hört. Wir schauen uns zusammen sein gesamtes Date mit Marina an und er gibt unveröffentlichte Einblicke. Viel Spaß. So, yo Leute, was geht? Hier ist Alex aus First Dates. Ich melde live hier aus Köln mit El Mago. So sieht's aus, Leute. Willkommen zu diesem Video. Ja, heute mit einem sehr speziellen Gast. Hallo. Mit Alex. Er hat bei First Dates mitgemacht. Einige kennen seine Folge vielleicht. Auf TikTok ist die sehr viral gegangen, ne? Auf jeden Fall. Ja. Ich fand's extrem lustig, hab's auf TikTok gesehen, hab Alex geschrieben, ey, lass mal was machen, lass mal zusammen ein Video drehen, das wird bestimmt saulustig. Und habe ich ihn gerade abgeholt und wir drehen jetzt oder gucken uns jetzt deine ganze Folge an. Da bin ich mal gespannt. Oder die Ausschnitte und ich bin auch sehr gespannt, was du dazu sagst. Bist du ready? Auf jeden Fall. Okay, perfekt. Es geht los. Oh, da ist er, Marina. Ich bin die Marina. Ich bin ein sehr spezieller Mensch. Aha. Okay, die Marina, also das war dein Date. Marina war dein Date. 28 Bäckerei-Fachverkäuferin. Hast du noch Kontakt zu Marina? Nein, habe ich nicht. Wir hatten uns nur an den einen Abend gesehen. Ah, und sonst gar nicht? Nö. Okay. Aber war ganz sympathisch, oder? Ja, wie soll ich sagen, sie war ganz nett. Ja, ganz nett. Mir klarkommen. Ich kann von einer Sekunde auf die andere wirklich zickig werden und schlechte Laune haben, aber anders kann ich genauso spontan sein. Sehr launisch und sehr zickig. Okay, also zumindest war sie es nicht bei mir. Nee, bei dir war sie höflich. Richtig. Ja, wäre auch krass, wenn sie bei einem Blind Date, beim ersten Date, da direkt super unfreundlich wäre. Albtraum. Hallo. 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 Bitte. Ich brauche einen Mann, der was mir... Waren da viele Kameras im Raum? Ja, wie soll ich sagen, also es gab zwar einige Kameras im Raum, aber die habe ich irgendwie ignoriert. Man ignoriert die irgendwann, ne? Ja, ja. Ganz genau. Aber soll man ja auch, du sollst die auch komplett ignorieren. Richtig, ich meine, wie kommt denn das rüber, wenn man da ständig die Kamera ansieht? Oh, da ist eine Kamera, oh, da ist ja noch eine Kamera, ah, da ist ja noch eine Kamera. Und du bist ja auch Fernsehstar, ne? Und hast natürlich dann auch schon ein bisschen das Know-how und dann, ja. Ja, aber das ist, aber die anderen, die da sitzen, das sind jetzt keine Leute, die wirklich essen gehen, sondern das sind auch Leute, die eingeladen sind, Komparsen oder so, ne? Kann sein, aber da habe ich, da weiß ich ehrlich gesagt nicht viel drüber. Ah, okay. Ich brauche einen Mann, der was mir auch Kontra gibt. Das ist ganz wichtig. Oh, ein Mann, der auch Kontra gibt. Oh, also, sie braucht ein bisschen Feuer. Ich hatte genügend Männer. Lebt in Wechingen, in Bayern. Ey, dann lebt ja gar nicht, oder? Wechingen? Sie hatte mir gesagt, sie scheint wohl irgendwo in Donauwörth oder ähnliches zu sein, weil sie meinte, dass da, wo sie wohnt, ist irgendwo zwischen Donauwörth und Augsburg. Ah, okay. Aber das ist ja gar nicht so weit weg von dir, ne? Nicht wirklich. Vielleicht haben die es absichtlich auch gemacht, so beide aus Bayern so. Machen ganz die mal. Genau. Ja, dass man auch danach sich vielleicht nochmal treffen könnte. Richtig. Aber zu einem zweiten Date ist leider nicht gekommen. Ah. Findest du gut oder im Nachhinein gar nicht so schlecht? Ah, du kommst damit klar. Sinn. Ja, genau. Du kannst damit leben. Wie soll ich sagen, so richtig scharf war ich auch nicht auf sie. In meinem Leben, die, was mir kein Kontra gegeben haben, die haben leider radikal verloren bei mir. Was hast du denn dort? Aber du hast gar keinen bayerischen Dialekt, ne? Oder doch? Nee. Ich verstehe zwar bayerischen Dialekt, aber ich spreche selber absolutes Hochdeutsch. Ja. Und auch dieses, was sie gerade sagte. Leute, die was mir keinen Kontra gegeben haben, das sagt man ja in Bayern so, aber das ist ja grammatikalisch eigentlich nicht so korrekt. Na. Du drückst dich ja sehr grammatikalisch immer sehr korrekt aus. Wie soll ich sagen, Mann? Ich drücke mich da tatsächlich eher gewählt aus. Gewählt, ja. Drauf. Meine Tattoos? Ja. Das ist für meine Lieblingsband. Good Charlotte. Oh nein! So spricht man's nicht aus. Spricht man's nicht so aus? Nein, Good Charlotte. Hauptsache ein Tattoo, aber nicht mehr richtig. Englisch. Good Charlotte heißt das. Und das hat sie gesagt, Good Charlotte? Ja, so habe ich es im Ungefähren verstanden. Ja, aber das ist diese Musikrichtung, Punkrock, ne? Ich sag's mal so, etwas kommerzieller als Bands, die ich mir so anhöre. Du hörst dir so Underground-Dinger an, ne? Ja, wie soll ich sagen? Bad okay. Brains oder Ramones und so weiter. Komme gleich nochmal zu, aber ich will auch kurz einmal gleich reinhören, weil ich kenne die Musik, sagt mir gar nichts. Und das sind die Originalunterschriften. Ah. Und das ist für mich Königin Marina. Da musst du lachen. Tja, alles gut. Ich mach mich nicht über sie lustig. Ich sag mal, ich selber bin da wesentlich bescheidener. Ich habe wirklich jetzt gestern erst auf eine Folge DSDS reagiert und da hat auch jemand gesagt im Casting, ich heiße eigentlich Fabrizio, aber ich will gerne Prinzessin genannt werden. Und da saß ich dann auch und ich so, ja, ich heiße El Mago und würde gerne König genannt werden. Also, so. Prinzessin? Ja. Naja.
Jedem das eine. Die ist cool, oder? Super. Cool. Super. Absolut. Mega. Dann wartet's nur ab, bis ich komme. Selbstbewusstsein der haben. Highlight-Kandidat. Er sollte Humor haben. Hab ich. Mhm. Er sollte offen für alles sein. Bin ich. Aber er sollte auch genauso, also, dass er mir vertraut, ist am wichtigsten. Ja gut, Vertrauen entsteht ja nicht beim ersten Date. Richtig. Huch, wer ist das denn? Den kennen wir doch. Und Ladies and Gentlemen, macht's euch bereit für den King aller Kings. King aller Kings. So viel zum Thema, wir nennen uns nicht Kings der Könige. Okay, Ladies and Gentlemen, Bühne frei für Alex. Let's go. Naja, wie soll ich sagen? Bist du so ein bisschen gläubig? Nicht streng gläubig, aber wenn sowas bevorsteht, dann werde ich lieber nicht auf ein Risiko eingehen. Ja, aber warst du eher nervöser wegen dem Date oder wegen Fernsehen? Was? Eher wegen dem Date. Ah, eher, also das Fernsehen fandst du gar nicht so schlimm? Nee, weil, wie soll ich sagen, mein älterer Bruder hat da manchmal Filme gedreht und, zwar nicht im kommerziellen Bereich, sondern eher so für YouTube und so weiter, da habe ich auch ein paar Mal mitgespielt. Ja, okay. Dementsprechend hast du da Erfahrung? Ja. Ja, okay. Ja gut, aber dann einmal so durchatmen. Die haben dann da um die Ecke haben dann gesagt, so jetzt kannst du reingehen, ne? Und dann, boah ja, der Gang dahin muss schlimm sein. Mein Name ist Alex, mich sollte man daten. Alex 26, Fahrer. Ich bin natürlich 26 und nicht wie andere es meinen, 40 und so weiter. Naja. Haben das Leute in die Kommentare geschrieben? Einige haben da geschrieben, er ist doch nie und nimmer 26 und so weiter. Und ich selber sag's mal so, ich bin jetzt vor kurzem 30 geworden, aber. Ja. Aber ehrlich gesagt, wenn ich mich so ansehe, habe ich mich vom Aussehen ja nicht gerade viel verändert. Nee, finde ich auch nicht. So gut wie gar nicht eigentlich. Nee. Fahrer im Autohaus. Warst du damals, ja? Tja, ich war damals in einem Autohaus für Jaguar, Land Rover, Range Rover und Volvo. Aber als Fahrer? Also du hast einfach nur von A nach B die Fahrzeuge gefahren oder was? Naja, innerhalb des Geländes. Zwar kam manchmal das mit einem TÜV und so weiter, aber hauptsächlich keine Lieferungen und so weiter. Hast du mal ein Auto kaputt gefahren? Naja, wie soll ich sagen? Es gab einen Unfall, aber das Auto war nicht Schrott. Auf dem Autohof ein Unfall? Im Autohaus. Ich bin gegen ein Fenster gefahren. Oh nein, ich kenne so ein Video, wo so einem Auto so ein Porsche durch, aber das warst nicht du wahrscheinlich. Nein, bei mir war es ein Jaguar F-Type. Ah, das war teuer. Ja, aber wie soll ich sagen, das Auto wurde weiterhin noch verwendet. Die Spuren sind heute noch zu sehen. Ah, krass. Aber das hast du ja nicht selber gezahlt an den Schaden. Nee, musste ich nicht, weil hätte ich den zahlen müssen, da hätte ich eine Hypothek aufnehmen müssen. 92.000 Euro Schaden. Hast du 92.000 Euro Schaden gemacht? Offenbar, so habe ich es wohl mitbekommen. Oh nein, okay. Aber wurdest du danach direkt gefeuert? Nein. Nee? Nein. Aber hast du Ärger oder waren die sauer auf dich? Nein, waren sie nicht. Ah, okay. Die sagten mir immer wieder, hey Alex, Hauptsache lieber Sachschaden als Personenschaden. Das stimmt, ja. Ich bin ein wirklich sehr ehrlicher und treuer Mensch. Das glaube ich. Das glaube ich, dass du ehrlich und treu bist. Ich habe nicht wirklich hohe Ansprüche und bin sehr genügsam. Und sehr genügsam. Ja, bin ich in der Tat. Also du bist einfach so, du gibst dich auch mit einfach zufrieden sehr schnell. Also oder machst, aber ich bin ähnlich. Also ich bin auch immer so, ich habe gar keinen Bock auf Stress und so weiter. Auch zum Beispiel jetzt bei Essen oder sowas bin ich auch so. Ich bin einfach dankbar, wenn ich Essen habe oder so. Und dann da bin ich auch nicht, das mag ich nicht und das so, weißt du? So einer bin ich auch nicht. Wie soll ich sagen? Vor allem auch mit genügsam meinte ich eher halt so, dass ich, wie soll ich sagen, ich bin nicht einer, der so auf das Reichste vom Reichen steht oder viel Bling Bling oder ähnliches. Nee, so einer bin ich nicht. Du hast gerne so vielleicht so ein paar Leute oder so nicht rum, Computerspiele oder was weiß ich, und dann bist du happy. Ja, so in etwa. Und auch abgesehen davon, klar, ich bin ja halbwegs berühmt auf TikTok, aber ich bin keiner, der damit angibt wie, hey, ich bin berühmt und so weiter und ihr nicht. Und weiter. Nee, so assig bin ich nicht. Nein. Ich bin ein wirklich sehr ehrlicher und treuer Mensch. Ja. Ich habe nicht wirklich hohe Ansprüche und bin sehr genügsam. Und wenn man genauso bodenständig ist wie ich, dann wird das super. Das haben auch viele geschrieben. Dann wird das super. Ja, diese random Betonungen.
Aber das ist, hast du das schon immer so oder hast du das irgendwann angeeignet? Weil du hast wirklich deine Betonung, aber es macht also super lustig, dir dann zuzuhören. Ganz ehrlich, ich habe selber nie gemerkt, dass meine Betonungen halt sonderbar sind. Du redest ein bisschen so wie so ein Synchronsprecher manchmal. So. Das haben mir auch einige gesagt. Wie so ein Erzähler oder Synchronsprecher oder sowas, finde ich. Ja, das haben auch viele geschrieben. Ich sollte Synchronsprecher werden oder so. Ja, ja. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Oh nein, sie gibt direkt ein Side-Eye rüber. Also so. Als ich sie zum ersten Mal... So. Ich hatte schon eine Vorahnung, wer das Blind Date sein wird. Wieso? Man hatte mir nicht im Vorfeld gesagt, mit wem ich das Date habe. Ich habe es erst hier in diesen Räumen erfahren. Aber wieso konntest du schon ahnen, als du da standst, meinst du, konntest ja, du ja, genau. Ahnen, als sie da saß? Ja, genau. Ich hatte da schon... Saßen noch andere Frauen einzeln, oder was? Das weiß ich zwar nicht mehr, aber da waren auch andere Personen. Ah, okay. Da hast du direkt gesehen, ja, oder sie wird das bestimmt sein. Ne? Mhm. Ja. Mal gesehen habe... Da dachte ich mir, nicht schlecht. Nicht schlecht. War das dein erster Gedanke? Ja, war es tatsächlich. Okay. Sah sympathisch aus. Das könnte was werden. Das könnte was werden. Hallo. Okay, dann ist dafür ist die Voraussetzung ja schon mal gemacht, oder? Ja, dann. So, mein erster Eindruck war, es ist eigentlich überhaupt nicht mein Typ. Aber ich wollte... Tja. Aber was hat sie jetzt? Sie wollte eine Chance geben. Ihm eine Chance geben. Ja, ja, okay. Eben. Ja, okay. Kann ja passieren auf den ersten Blick. So, ist ehrlich. Ich weiß. Sie ist ehrlich so. Wäre natürlich schöner gewesen, wenn sie direkt gesagt hätte, okay, ja, sieht sehr sympathisch aus. Aber man kann nicht alles haben im Leben, ne? Ja, alles gut. Und dann dachte ich, naja, dann lernen wir doch mal den Charakter kennen. Ja. Hallo. Hallo. Mein Name ist Alex. Und deiner? Marina. Okay. Wie soll ich sagen? Was sagst du zu dieser Begrüßung? Ich sag's mal so, es war damals Corona. Ah, okay. Und da dachte ich mir, ist es nun erlaubt oder nicht mit der Handbewegung? Normalerweise hätte ich ihr ja schon die Hand geschüttelt. Ja, 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 ja. Aber wie gesagt. Ja, du warst unsicher. Man hat, du warst so, wie soll ich jetzt Hallo sagen? Aber ich bin kein Hypochonder. Hallo. Hallo. Mein Name ist Alex. Und deiner? Das haben auch viele geschrieben. Ja, das klingt halt wie auswendig gelernt. So. Also, mein Name ist Alex. Und deiner? Ich komme aus. Nein, aber. Aber immerhin, immer gesprächig. Marina. Okay. So, okay, reiß dich zusammen. Die Begrüßung war sehr kalt. Er hat die Hand dann auch zurückgezogen, wo ich ihm die Hand gebe. Aber das war ja nicht wegen Kaltherzigkeit, das hast du gemacht, weil wegen Corona und so weiter. Richtig. Weil sie sagt, das war jetzt sehr kalt, aber das ist auch manchmal so Corona-Unsicherheit und so, ne? Und ja, ich hätte mir einfach viel, viel mehr erhofft. Naja, okay, wenn man das erste Mal auf einem Blind Date ist, ist man ja, ein bisschen nervös. Ich weiß, das würde ich auch heute noch so sagen. Ja, nochmal, so Fernsehen, direkt Blind Date und so. Aber hast du denn so auch ab und zu ein paar Dates oder eher weniger? Eher selten. Eher selten, ja. Also es kostet auch sehr viel Zeit und... Vor allem auch muss man auch gut überlegen, zu was man jemanden einlädt. Ich hatte mal eine alte Klassenkameradin zu einem Autokino mal eingeladen. Und wir haben uns, es standen nur zwei Filme zur Auswahl. Und zwar Der Unsichtbare und Onward. Ich habe natürlich den Unsichtbaren genommen, weil Onward ist ein Disney-Film und... Der Unsichtbare, aber nicht der unsichtbare Gast, ne? Das war so ein Thriller. Weil ich kenne einen so mit so einem Anzug, der unsichtbar ist. Dann der Typ? Nee, das ist der nicht, ne? Nee, es war ein Thriller und, glaube ich, eine Neuauflage. Und wie lief das Date? Es war recht nett. Ah, okay. Aber lief nicht mehr danach? Wir hatten nachher noch Kontakt gehabt. Ah, okay. Von wo kommst du? Ich bin aus Augsburg. Und du? Aus Gauting bei München. Aber Augsburg, schöne Stadt. Ich war des Öfteren dort. Schöne Stadt. Ich liebe deine Betonung. Ja. Das mein kleiner Bruder wohnte damals dort. Hast du mehr Geschwister? Zwei Brüder, zwei Schwestern. Ja, okay. Und hinsetzen? Na klar doch. Na klar. So, was machst du denn beruflich? Ich bin Bäckerei-Fachverkäuferin. Und du? Ich bin Fahrer in einem Autohaus. Ah, ich sehe schon den Typen im Hintergrund, wie er da die Augen rollt. Echt? Rollt da jemand im Hintergrund die Augen? Ja, auf den Glatzkopf. So, was machst du denn beruflich? Ich bin Bäckerei-Fachverkäuferin. Und du? Ich bin Fahrer in einem Autohaus. Ah. Aber mich würde interessieren, chillen die da einfach echt so? Nein, das sind Komparsen oder so. Die sind dafür eingeladen, damit die da im Hintergrund ein bisschen rumsitzen und rumsammeln. Natürlich, ich meine... Also bisher, du stellst die Fragen, sie antwortet. Richtig.
Du leitest das Gespräch. In etwa. Bisher, ja. Okay. Ja, ist nicht unbedingt so ein Alltagsjob, also... Ist, Alltagsjob? Hier ist es so fein. Wie soll ich sagen, ich bin durch eine andere, über eine andere Firma dorthin gekommen. Ah, okay. Das ja. Klingt interessant. Dein Lachen. Vor allem auch, wenn es Nobelfahrzeuge sind. Ja, das stimmt. Ach stimmt, bist du auch Nobelfahrzeuge, bist du viele gefahren, ne? Es hatte mir eher so diesen Eindruck, dass er doch relativ schüchtern wirkt, aber er ist dann schon... Was meinst du, was ich wirklich war? Also, ja, das ist halt Kamera, ein bisschen Nervosität. Ich glaube, jeder ist nervös, der da so reinkommt. So. Das ist ja ganz normal. Also, schüchtern, weiß ich jetzt nicht. Du hast doch Fragen gestellt und so. Ja, wie soll ich sagen? Hätte ich geschwiegen und so weiter und kein Gespräch und so weiter? Wie sieht denn das bitte aus? Ja, safe. Immer mehr aufgetaut, ist dann schon besser geworden zwischendrin. Ja. Oh, schicke Tattoos. Danke. Natürlich. Haben die auch manchmal so Anweisungen gegeben? Ah, frag doch mal nach Tattoos oder so? Nein, das ist mir tatsächlich selber da mal aufgefallen. Ah, okay. Also du hast, das Gespräch war wirklich so 1:1. Ja, genau. Okay, weil so viel in so Dating-Shows und so wird auch viel mal dazwischen gerufen. Ah. Ey, frag doch mal das, frag doch mal nein, das. Nein, also bei mir war es nicht gescriptet. So viel ist schon mal sicher. Ja, okay. Naja, ich selber habe zwar keine, aber... Also ich habe... Die Szene ist legendär auch, ne? Das kommt jetzt, kommt auch mit dem Ganz Park, genau, ne? Die Catch- das ist Phrase. Ja, die Catchphrase, ja. Also das ist die bekannteste Szene, Freunde, aus dem ganzen, aus der ganzen Folge. Jetzt mit den Tattoos und dann gleich mit dem Punkrock. Warum, wolltest du gar nichts trinken? Du hast gar kein Getränk. Da habe ich ja erst später, glaube ich, was genommen. Ja. Ganz viele. Und ich bin noch, nächste Woche ist übrigens schon mein nächster Termin. Oh, cool. Musiknoten? Hörst du, welche Musik hörst du? Musiknoten. Musiknoten? Was denn? Ich unterscheide es von Musik und Schulnoten. Ja. Dann? Das ist eher so Punkrock-Richtung. Oh mein Gott. Also ich... Das kannst du in- und auswendig, ne? Paar Sachen davon, aber die Catchphrase auf jeden Fall. Oh mein Gott. Ich höre mir auch Punkrock an. Warte, wir sind ganz zusammen jetzt. Dick, hörst du dir an? Das ist eher so Punkrock-Richtung. Oh mein Gott. Also ich höre wirklich alles, Ich höre mir auch gerne Punkrock an. Wie zum Beispiel The Ramones, Bad Brains und in der Richtung. Hat dir das was gesagt? Kanntest du die? Ich weiß nicht, weil Bad Brains, Ramones, das sind Punkrock-Bands, die hauptsächlich in den 80ern oder 70ern Musik gemacht haben. Ah, okay. Ja, weil ich will einmal reinhören, weil die Musik sagt mir gar nichts. Von 1983. Das ist Punkrock? Ja. So, die Szene müssen wir uns nochmal genüsslich angucken. Das ist eher so Punkrock-Richtung. Oh mein Gott. Ich würde gerne wissen, was da in deinem Kopf vorging. Hey, das war meine ehrliche Reaktion. Also ich höre wirklich alles, aber... Ich höre mir auch gerne Punkrock an. Sieh so. Wie zum Beispiel The Ramones, Bad Brains und in der Richtung. Ja, ich weiß nicht, kennst du Good Charlotte? Wer? Good Charlotte. Wer? Was redest du da? Nein, die Band ist mir da schon bekannt. Ich hatte sie nur akustisch nicht verstanden. Als sie Charlotte gesagt hat? The Ramones, Bad Brains und in der Richtung. Ja, ich weiß nicht, kennst du Good Charlotte? Wer? Good Charlotte. Good Charlotte? Ja, kenne ich. Ja. Ich habe einen Song von denen auf mein Handy, soweit ich weiß. Nee, ich... I Just Wanna Live wäre der Song. Genau, das ist meine absolute Lieblingsband. Cool. Ja, unsere Gemeinsamkeiten liegen unter anderem in dem Musikgeschmack. Ich meine, sie hört sich gerne so Punkrock an und Punkrock ist auch eines meiner Lieblingsmusik. Ah, okay, da kommt dein Getränk. Musikrichtungen. Also mit dir würde ich durchaus was anfangen. Ah, guck mal. Aber so eine Gemeinsamkeit ist halt echt cool, ne? Genau, wenn ihr beide gleich Musik hört. Es ist ja allgemein so eine Sache, weil es gibt ja die Sprüche, entweder gleich und gleich gesellt sich gern oder Gegensätze ziehen sich an. Ja, genau. Wie soll ich sagen? Kann beides gut sein, so, ne? Richtig, aber ich sag nur Folgendes, wenn man komplett das Gegenteil ist und so weiter. Auch schwierig, aber man darf auch nicht komplett gleich sein. Es muss halt so ein gesundes... Richtig, und wenn es, wenn nahezu alles gemeinsam ist, dann wird's gruselig. Ja. Na dann,
Cheers. Auf einen schönen Abend. Auf jeden Fall. Abend? Wie spät war das, als ihr das gedreht habt? War das gegen Abend? Ja, so circa 17, 18 Uhr. Ich erinnere mich nicht mehr daran. Ich weiß nur, es war draußen noch hell. Ah, okay. Ich habe darauf geachtet, ob er sich wirklich an mir interessiert. Hat er auch gezeigt, dass er fand meine Tattoos schön. Ja, wollte ich gerade sagen, du hast Fragen gestellt, so, du warst sehr respektvoll, warst total lieb so. Richtig, also. Ich meine, wenn man wirklich Interesse an einer Dame hat oder so, oder an einem Jungen, je nachdem welches Geschlecht, welche Orientierung und so weiter, da ist es schon mal lobenswert, wenn man da auf die Details eingeht. Ja. Er hat schon auf sehr, sehr viel geachtet, das muss ich schon zugeben. Wollen wir zum Tisch fahren? Na klar doch. Gerne. Bitte. Okay, ich meine, das hat sie appreciated. Da hat sie gesagt, okay, hast du gut gemacht. Okay, also wie lange saß sie da ungefähr? So 10 Minuten wahrscheinlich, ne? Je nachdem, aber wie gesagt, das ist so lang her, da erinnere ich mich nicht so, wie lange es gedauert hat. Ja, okay. Und dann geht man rüber und dann isst man jetzt gleich was, ne? Ganz genau. Okay. Liebe geht durch den Magen. Ja. So, unsere gerichtete Ziegenkäse. Das war... Farerlachs, Kalbsbries? Das mit dem Ziegenkäse war noch am angenehmsten, weil ich bin normalerweise keiner, der so in Feinküchen geht. Ja. Kannst ja lieber einfach ein Wiener Schnitzel, hätte dir am besten gefallen. Na. Auch nicht. Na, wie soll ich sagen, wenn ich irgendwo mit einer Dame ausgehen würde in einem Restaurant und so weiter, dann am ehesten italienisch oder ähnliches. Also Pasta oder Pizza? Richtig. Pasta eher. Okay. Also noch Preise, aber ihr musstet jetzt nicht zahlen für die Sachen, ne? Ich habe es tatsächlich gezahlt. Echt? Ja. So. Eigentlich ist Alex nicht wirklich Marinas Typ. Oh. Warum musst ihr es jetzt nochmal betonen? Zwischen waren jetzt so ein paar andere Kandidaten. Und jetzt quasi geht's weiter mit eurem Date. Will er trotzdem bei ihr landen, sollte er ihr unbedingt auch mal Kontra geben. Mal sehen. Stimmt, hat sie gesagt. Dass ja. Dass er Kontra braucht. Ob's klappt. Das ist bei mir allgemein ein bisschen schwierig. Also was will sie damit sagen? Also sie will einfach so einen dominanten Typen, der einfach sagt, was er so möchte, einfach so mäßig. Geht ungefähr in die Richtung. Ja. Und warum ist es bei dir schwierig? Wie soll ich sagen, ich bin allgemein nicht wirklich dominant. Ah, okay, du bist eher so ein ruhigerer Typ, ne? Ganz genau. Ja. Und sonst, was hast du so für Hobbys? Mal überlegen. Ich treffe mich ja gerne mit meinen Freunden. Mhm. Das Übliche. Ja. Wenn ich aber alleine bin und so Zeit für mich brauche, dann widme ich mich meinen Comics. Auf jeden Fall. Checkt meine Comics auf TikTok ab. Hast du Comics? Ja, ich habe auf meinen TikTok-Kanal Comics draufgeladen. Aber also Comics sind doch Nein, ich habe selber gemalt. Ah, du malst sie selber? Ah, crazy. Aber mit so Sachen, die man kennt? Also so Superhelden, die man kennt? Oder denkst du dir auch eigene Geschichten aus? Nee, ich bin da nicht so einer, der da so Superhelden-Comics macht. Nein, das sind Geschichten, die ich mir selber überlege. Aber, wie soll ich sagen, hat einen sehr speziellen Humor. Wieso? Ist er schwarzer Humor? Nein. Ja. Oh, okay, los. Okay. Und jetzt sagst du auch noch Videospiele? Weiß nicht, ob ich das erwähnt habe, aber ich glaube nicht, weil bei Frauen wirkt das eher uninteressant. Ja. Wenn man sagt, man ist ein Zocker, so, das kommt immer nicht gut an. Und ich meine nicht Comics lesen, sondern Comics selber schreiben. Ah, okay. Nein, das... Sie so, okay. Aber Comics ist, glaube ich, nicht so ihr Interesse. Eben das eine. Wie gesagt, ist mein Hobby. Ich habe eigentlich... Das Tattoo habe ich komplett selber zeichnet. Der Tätowierer hat es nur noch mal ein bisschen verschönert. Aber da sieht man ja, dass du zeichnerisch ganz schön begabt bist. Ich gebe mir Mühe. Also die Tattoos finde ich wirklich sehr kreativ. Das sage ich nur, ist echt gut gelungen. Willst du dich noch mal tätowieren lassen? Nein. Nee, ne? Ich, ganz ehrlich, ich weiß nicht einmal, was ich mir überhaupt tätowieren lassen soll. Jedenfalls würde ich da nicht unbedingt meine Kumpels auf die Idee bringen, zu der Sendung Just the Tattoo of Us oder ähnliches anzumelden, weil dann kommt Murks raus. Ah, okay, das ist so eine Tattoo-Show, ne? Ja, da haben es alle möglichen Sachen bei deren Kumpels rein tätowieren lassen, die aus bestimmten Gründen ich lieber nicht erwähne, was das sind. Ach so, die Kollegen bestimmen dann, was der tätowieren soll. Und dann denken die sich was richtig Böses aus. Ja. Boah, okay, das ist fies, ja. Ja, kannst ja auch wie sie irgendwas von Ramonis oder so. Je nachdem.
Bon Appetit. Ah, die lassen bestimmt auch zahlen, einfach um das zu sehen, weil das zu einem Date dazugehört. Ne? Ja. Wie geht man damit um? Zahlt der Mann? Oder übernimmt der direkt die Rechnung? Ganz genau. Wie viel Trinkgeld gibt der und so weiter? Ah, okay. Ja, ja, deswegen haben wir das gemacht. Guten Appetit wünsche ich euch. Danke. Vielen Dank. Na, das sieht doch mal lecker aus. War das ernst gemeint, das? Gewissermaßen. Boah, das Ziegenkäse, ne? Ja. Boah, das ist lecker schon. Also das sieht halt so angerichtet speziell aus. Oder, ne, es ist halt so, du bist halt nicht diese Feinküche, ne? Nee. Du magst lieber so deftiges Essen. Richtig. Isst du Fleisch, ja? Ja. Ja, okay. Aber wie soll ich sagen, also bei Ziegenkäse ist es so, das ist, das ging noch am akzeptabelsten bei mir durch. Dann wünsche ich dir einen guten Appetit. Ich wünsche dir ebenso einen guten Appetit. Danke. Ich persönlich mag das gar nicht so krass, beim ersten Date essen zu gehen. Also ich unternehme lieber, also wie du sagst, Auto geht, irgendwas zu machen, so, aber essen gehen ist halt immer so voreinander essen. Ich finde es immer ein bisschen komisch. Das kann manchmal ein bisschen befremdlich wirken. Ja, ja, genau. So, und dann so beide zusammen kauen und ich muss jetzt nicht unbedingt beim Essen zuzugucken. Vor allem auch, wenn man was ganz Dringendes sagen will und man ist noch beim Kauen. Ja, genau, genau. Dann ist man noch so am Kauen und oh nee. Ja, ich wollte dir so sagen. Ja, also vor allem auch, wenn man mit jemandem ein Date hat, der mit offenem Mund kam. Ja, oder der Schmatz, ja, das stimmt. Oh. Grüße gehen raus an die Margangster, an das Kanalmitglied Chris Ehrlich-Fan, an den Kommentar Remagermark. Vielen Dank für deinen Super-Thanks. An Beverly Manage und den ersten Kommentar im letzten Video hat Lavinia geschrieben. Wenn du im nächsten Video auch grüßt werden willst, schreib einfach einen lieben Kommentar oder sei im nächsten Video der allererste Kommentar. Und sonst, was machst du sonst in deiner Freizeit? Wie soll ich sagen, also bin mal hin und wieder in der Stadt. Das sagst du gerne, ne? Wie soll ich sagen? Ja, genau. Wie soll ich sagen? Fällt mir auch irgendwie auf. Ja? Zeig ich noch meinen Comics weiter? Anime dann oder eher nicht? Mhm. Nicht. Vom Zeichenstil vergleichbar mit Family Guy. Okay. Hatte mir einer damals tatsächlich so gesagt. Ach, krass. Das war der Peter Griffin, ne? Ganz genau. Ja, ja. Na, wie soll ich sagen, bei mir ist es ja so irgendwie leichte Parodie. Kann sie gar nichts mit anfangen. Gar nicht. Nee. Zum Beispiel mit versteckten Jokes, die manche allerdings auch nicht kapieren. Weil so ein bisschen erweiterter Humor, also so richtig. Ein bisschen tiefgehender Humor, ja. Okay. Ägypten geht und Walk Like an Egyptian. Das ist ein gemein. Song von den Bengals aus den 80ern. Okay. Das ist zum Beispiel ein Joke, den nicht jeder versteht. Sie so, okay. So, okay. Okay. Da hat es nicht Klick gemacht bei mir. Es ist noch definitiv Luft nach oben. Tja. Ich gebe mein Bestes. Ja, du gibst dein Bestes und bist ehrlich. So, und wenn sie das nicht beeindruckt, so. So what? Was hast du zu dem Zeitpunkt gedacht? Ist auch schon ein bisschen das Interesse abgeflacht oder war bei dir noch so das Interesse da? Gewissermaßen noch da. Leichte Parodie und versteckte Jokes. Marinas Date Alex hat Humor, den nicht jeder kapiert. So richtig Klick hat's bei ihm noch nicht gemacht. Wie viele Beziehungen hattest du dann schon bisher? 3. Okay. 3. Aber sie hielten nicht lang. Hielten aber nicht lang. Ist so geil, wie du betonst. Naja, bei der ersten, sie war ja zu jung. Aber bevor du was fragst, ich war ja damals 13. Du warst 13? Ganz genau. Bevor du was fragst? Sie war 13 und ich war bevor du was fragst, ich war 13 sie war 10. Was richtig lustig, wir könnten, wenn du Bock hast, können wir die Szene nachstellen. Wieso nicht? Wir TikTok machen wir unten als TikTok oder so. Na klar. Können wir die nachstellen. Ey, wieso nicht? Leute, falls ihr das seht, die Tage kommen dann auch die TikToks, denke ich, online. Ja. Sie war 10. Okay. Ich war 13 und sie war 10. Nein, ich habe es so gesagt. Ich war 13 und sie war 10. Ja.
Ja, ich glaube, das kann man nicht als Beziehung nennen, oder? Nee, 13 und 10, das ist eher naja. So dieses Kindergarten. Wie soll ich sagen, bis zu dem Tag, wo sie mit mir Schluss gemacht hat, wusste ich nicht einmal, dass ich eine Beziehung hatte. Achso, sie hat Schluss gemacht und du warst so, hä? Achso, wir waren zusammen? Wusste ich gar nicht. Ich will keinen, nicht wie ein gelten, aber ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht einmal, dass wir zusammen waren. Aber wie gesagt, wie lange wart ihr denn zusammen? Eine Woche. Eine Woche! Einfach eine Woche, ja, super. Eine super Beziehung. Eine Woche? Du wusstest nicht mal, dass wir zusammen waren? Naja, aber wie gesagt, ich vereinzelt sehe ich sie heute noch und wir verstehen uns recht. Ich wohne noch in einem Dorf. Ja, ich weiß nicht, ob sie noch in Gauting wohnt, aber zuletzt habe ich sie vor gut 10 Jahren gesehen. Ah, also falls du das hörst oder siehst, melde dich bei Alex. So, und ich werde sie vergeben. Ah, okay, dann lieber doch nicht melden. Ja. Also mit 10 Jahren habe ich an andere Dinge gedacht, als einen Menschen zu lieben. Die zweite, mit der ich zusammenkam, war die Freundin von ihr. Was? Richtig, aber ich habe sie ihr nicht ausgespannt. Hä, aber bist du einmal mit dem gesamten Freundeskreis durchgebrannt, oder wie? Nicht wirklich, nein, weil es war nämlich so, meine erste Ex hatte das bemerkt, dass sie in mich verliebt ist, meine zweite Ex, aber sie hat das anfänglich noch bestritten. Naja, das typische Nein, dieses Zieren. Aber später kamen wir doch noch zusammen. Ah, okay. Wie lange warst du mit ihr zusammen, mit der Freundin? Einen knappen Monat oder drüber. Aber warst du da auch so jung? Da war ich 14 und sie war 14 und 12, genau. Ah, okay. Aber auch, also warst du auch ein bisschen jünger noch. Ja, genau. Sie wollte was von mir, nicht umgekehrt. Okay. In etwa. Nicht umgekehrt. Ja, und 10 Jahre später hatte ich meine letzte Beziehung, aber das war ein totaler Reinfall. Aber ehrlich gesagt... Genau. Wie alt warst du da? 10 Jahre später, also 24? 25 und sie war 24. Und das war wieder sie? Nein, nee, das war eine andere. Ah, okay. Die war nicht aus dem Freundeskreis, das war keine Freundin. Nee, aber wie soll ich sagen, das... Wie lange wart ihr zusammen? Knapp über einen Monat, aber ein paar Wochen bevor wir uns getrennt haben, hatten wir komischerweise keinen Kontakt. Das war eine ganz komische, also... Ihr hattet gar keinen Kontakt in der Beziehung? Gegen Ende der Beziehung. Ich habe mich schon gewundert, warum sie sich nicht mehr meldet oder ähnliches. Aber wie soll ich sagen, es war nämlich so, das mag zwar komisch sein und für andere Leute total nervtöten, wenn nicht sogar gruselig, aber mich hat es nicht gestört. Und zwar, sie hatte pro Tag nahezu 50 Nachrichten am Stück geschrieben. Zu dir? Ja. Am Stück, ohne dass du geantwortet hast. Boah, okay, nee, du brauchst bestimmt, du bist auch so ein Mensch, brauchst du auch mal ein bisschen Freiraum, ne? Naja, mich hat das nicht wirklich gestört. Hast sie einfach geghostet dann? Also. Nein, ich habe sie nicht geghostet, sie hat mich geghostet. Ich weiß auch nicht, da denke ich mir, sie... Und wer hat den Schluss gemacht, sie? Das ist ja das Witzige, ich habe durch Zufall herausgefunden, dass sie fremdgegangen ist. Na, fremdgegangen? Ja gut, dann ist aber auch, dann ist es gut, dass es vorbei ist. Ja. Also da blickst du nicht gerne zurück auf die Beziehung. Zu meiner letzten Beziehung weine ich doch keine Träne nach. Nee. Also ich hatte... Weine ich keine Träne nach. Doch geil, dass du so Sprichwörter so benutzt. Feier ich. Sehr eloquent. Tja, wie soll ich sagen, das ist nun mal meine Ausdrucksweise. Bisher 2. Was haben manche in die Kommentare geschrieben, mit dir redet? Dann kriegt man eine Seite. Genau, wenn man mich spricht man ihn an, gibt er dir eine Nebenquest? Oder er schreibt in Kursiv? Er spricht in Kursiv oder er spricht in Schreibschrift. Ja, du sprichst echt ein bisschen in Schreibschrift. Aber der Spruch ist witzig, ja? Wenn man dich auf der Straße anspricht, kriegst du eine Sidequest. Aber die eine hielt 1 Jahr und die andere 2 Jahre. Mhm. Länger als deine Beziehung. Auf jeden Fall. Immer. Vielleicht länger als bei mir. Ah, okay, sagst du sogar. Genau. Kann ich gar nicht erinnern. Dein Lachen ist so geil. Ist nur von Monaten die Rede. Bedauerlich. Naja, Flirten ist ehrlich gesagt nicht ganz so meins. Aber ich glaube schon, dass sie mich mag. Ich meine, sie wirkte nicht gelangweilt. Also das Date läuft bislang gut. Keine Träne weint Alex seiner letzten Beziehung nach, die ein totaler Reinfall war. Mit Marina läuft es da besser. Sie wirkt zumindest nicht gelangweilt. Da wiederholt nahezu alles, was ich sage. Ja, stimmt, der Sprecher wiederholt es einfach nur. Ja. Stimmt. Ja. Noch eine kleine Aufgabe für euch, und zwar ein Los. Da bin ich mal gespannt. Einmal zu lesen und das zu machen, was draufsteht.
Viel Spaß. Okay. Ich kann aber nicht lesen. Achso, von dem, also von dem, danach habt ihr noch weiter gestern und auch geredet. Das wurde auch aufgenommen, aber das wurde ja nicht reingeschnitten, oder was? Ganz genau. Ah, die haben also viel mehr gedreht und dann wurde nur ein Teil davon. Wahrscheinlich nicht mal die Hälfte, ne? Gut die Hälfte oder so, je nachdem. Okay. Na, da bin ich mal gespannt. man weiß ja nie, womit man es zu tun hat. So, was steht drauf? Mach auf. Ich verstehe. Zeichnet euch als Liebespaar. Die was? Idee fand ich durchaus amüsant. Ich zeichne nur. Die Idee fand ich amüsant. Auf jeden Fall. Also das ist da auch so, dass jedes Date so Aufgaben bekommt. Ganz genau. Ah, okay. Spezielle Aufgaben. Was stand jetzt zeichnet euch? Ja. Also du sollst sie zeichnen, sind sie dich? Ja, so als Paar. Ah, okay, okay. Oder so. Normalerweise Leute eher selten nach, aber wenn man mir da als Aktmodel da steht, geht das wie aus dem Handwerk. Ui. Und das ist nicht zweideutig gemeint, wohlgemerkt. Dann hoffen wir mal für Marina, dass Alex sein Handwerk auch versteht. Ich hoffe, die Brüste werden nicht zu groß. Ja, das sagte man mir auch immer wieder. Was, Alex? Das kannst du doch nicht im Date sagen. Mann! Ich weiß, falls ich jemals wieder zu der Sendung zurückkehre, werde ich das auslassen. Das verspreche ich. Ich bin jetzt gespannt auf ihre Reaktion. Sie war auch viel schneller fertig mit Malen, ne? Ja, gleich wirst du auch sehen, warum. Nee, weil bei mir sagt man immer, wenn ich da so Frauen zeichne, die Brüste sind zu groß. Oh, Alex, meinst du die Brüste in Übergröße oder was? Nein, für mich sehen die normal aus. Ich weiß auch nicht, warum da viele sagen, das sei Übergröße. Ja gut, vielleicht guckst du mit dem anderen Auge drauf, ne? Ja. Die sehen ein bisschen größer für dich aus. aber du meinst, in iComics auch und so weiter sind die auch immer. Aber ist das nicht auch in Comics immer so, dass immer Frauen eine sehr schmale Taille haben und so und die ausprägen immer so ein bisschen? Ja. Ja, wie soll ich sagen, die Comics, die ich so zeichne, sind nicht wirklich was für kleine Kinder. Oha, also ein bisschen schmutzig. Tja, wie soll ich sagen, schmutzig, politisch nicht korrekt. Ah, okay, dann. Sachen, die auf Kika oder Super RTL niemals im Leben ausgestrahlt werden würden. Ah, okay. Ich verstehe. Zeichne einfach. Das ist. Aber meinst du für dich, oder? Meinst du die nur für dich oder gucken die sich auch welche an? Hauptsächlich zwar für mich, aber ich hatte da schon Anfragen bekommen bei TikTok, dass ich da welche hochladen soll und so weiter. Und da habe ich dementsprechend ein paar hochgeladen. Aber echt? Spezielle dafür, weil das sind natürlich auch so... Auch auf dem anderen TikTok-Kanal oder auf deinem TikTok-Kanal? Ich habe nur einen. Für mich ein No-Go, das bei einem ersten Date zu sagen. Es ist doch egal, wie die Zeichnung dann ausschaut. Manche... Ja. Halt so Brüste hin und gut. Ja, das ist nicht so charmant, ja. Entschuldigung. Aber du bist einfach ehrlich. Ja. Ehrlich und direkt, damit muss man klarkommen. Ja. Bis. Man hatte mir ja auch damals gefragt, Alex, wieso veröffentlichst du nie deine Comics? Gute Gründe. Tja, ich sag's mir so, bei dem Humor muss man da sich ziemlich gewöhnen. Erstens. Und andernfalls werden sie eher FSK 16. Okay. Zweitens. Und drittens Product Placement. Gut, jetzt kommt der Vollprofi. Also er hat mehrere Herzchen hingemalt, ich habe nur eins hingemalt. Ciao. Ah, du hast. Tja, es sieht doch schon mal gut aus. Also deins ist wirklich besser. Nicht schlecht. Oha, ist das links gezeichnet? Ja, das ist mein Zeichenstil. Ey, du kannst echt gut zeichnen, so auf die Schnelle mit einem Kugelschreiber? Ja. Krass, ey, ohne Witz, mach was aus dem Talent. Richtig, aber wie gesagt, da muss ich nur das passende Publikum finden. Weil, ja. Wie soll ich sagen, meine Comics sind nicht im Superhelden-Spektrum. Ja, okay. Die Comics kommen halt genau in dieser Superheldenwelt immer sehr gut an. Ja, ne? Entweder das oder irgendwas mit lustiges Taschenbuch im Sinne von Mickey Mouse, Donald Duck und ähnliches. Mhm. Es gibt zwar noch Zeichentricksendungen, aber das sind häufig Erwachsenen-Serien. Ja. Aber werden diese japanischen nicht auch alle gemalt noch? Doch.
Animes werden noch gemacht, handgezeichnet. Ja, weil die Zuschauer das so wollen, ne? Richtig, ja. Aber bei Animes bin ich raus, weil sowas zeichne ich nicht. Nee, okay. Weil ist nicht gerade einfach. Nein, deins ist definitiv besser. Fürs Erste sage ich nur, sie hat Potenzial. Sie? Naja. Na, das war ein Strichmännchen. Aber zumindest sehen die Gesichter nicht so wie typische Strichmännchen aus. Aber dein Zeichenstil ist wirklich gut. Ja, mit Tattoos funktioniert es dann, glaub ich, besser. Naja, du hast es mit den Tattoos, ich mit den Comics. Ich finde seine Zeichnung sehr schön. Ist aber auch eigentlich eine Gemeinsamkeit, ne? Dass ihr beide so zeichenmäßig halt erst Tattoo und du Comics. Also es ist jetzt nicht, dass ihr so aneinander vorbeilebt. Richtig. Schön, sehr detailgetreu. Er hat meine Tattoos, sogar mein Armkettchen gemalt. Darauf haben auch einige reagiert. Du brauchst nicht rauszuholen, geht auf mich. Dankeschön. Das war sehr höflich, habe mich auch dafür bedankt. Er ist wirklich ein sympathischer Mensch, da kann man überhaupt nichts sagen. Das wollen die nämlich, das schneiden die nämlich mit rein, ne? Weil es gibt bestimmt auch manche, die in der Show die Frauen zahlen lassen, ne? Okay, ich habe da diesbezüglich da auch in den Ratgebern gelesen. Heutzutage ist es tatsächlich so, dass es nicht immer nur auf den Mann ankommt, dass er zahlt bei einem Date, sondern dass auch hin und wieder auch die Frau zahlt. Aber ich bin da einer der eher klassischen Schule. Ja, ja. Nee, also klar, sagen dann viele, hey, musst du nicht machen, bla bla und so. Aber ich finde auch, also ich fühle mich dann auch einfach wohler so, wenn ich das zahle. Zuvorkommt, er ist auch ein richtiger Gentleman. Danke. Das Date war toll. Sie ist eine wirklich sehr nette junge Dame. Ja, also ihr wart respektvoll miteinander so und ich glaube, du hast dich auch gut geschlagen so, aber irgendwie, glaube ich, hat das Knistern gefehlt so, ne? Wahrscheinlich. Aber wir wollen nicht spoilern. Und ich hätte es nicht gedacht, dass ich da jemanden finde, der recht gut zu mir passt. Gut. Wer will's behalten? Das darfst du mitnehmen. Okay. Danke, dass ihr da Danke. Wart. Die Freunde war auch ganz unsererseits. Die Freunde war auch ganz unsererseits. Naja, ich hab nur mal einen. Hast du die Zeichnung noch? Das weiß ich nicht mehr. Ich hab gedacht, die hast du dir zu Hause aufgehängt als Poster übers Bett. Nee, ich hänge allgemein keine Poster auf. Nee, okay. Alles Gute in allen Richtungen. Danke. Ne? Vielen Dank, auf Wiedersehen. Danke, tschüss. Tja, also wie soll ich sagen? Es war eine wirkliche nette Verabredung. Das heißt, du möchtest ein zweites Date. Also ein zweites Date wäre mir schon passend, weil Marina ist eine wirklich sehr nette Frau. Okay. Und also du sagst, okay, so zweites Date. Aber sie ist, glaube ich, nicht so begeistert davon. Also ihren Blick zu urteilen. Warte, wir können nochmal zurückgehen, wie sie da rüber geht. Hier. Tja, also wie soll ich sagen? Es war eine wirkliche nette Verabredung. Also ein zweites Date wäre mir schon passend, weil Marina ist eine wirklich sehr nette Frau. Und wir haben da schon gewisse Gemeinsamkeiten, sei es über Musikgeschmack. Ich fand es auch ein sehr nettes Date, aber bei mir hat einfach irgendein Feuer gefehlt oder das Zipfelchen auf dem I-Punkt und... Das I-Tüpfelchen. Say what? Da bist du empört, ne? Wie lange ist es jetzt her, als du das letzte Mal geguckt hast? Die Folge ist schon länger her jetzt wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich. Nee, weil, wie soll ich sagen, das war ja auch das, was ich zeigen wollte, diese Reaktion. Also. Von meiner Seite aus gibt es leider kein zweites Date. Alles dann gut. Wünsche ich dir weiterhin. Anders als ich es im Fernsehen so aussah, ich habe es gut verkraftet. Alles Gute und tschüss. Ja, bis dann. So, oh, bis dann. Aber du warst schon ein bisschen geknickt, oder? Naja, ein bisschen, aber nicht so stark. Also jetzt gibt Dramatischeres. Ja, genau. Also, aber auch da steckst du es jetzt ganz gut weg, finde ich. Ja. Okay, dann erstmal. Ja, Leute, das war's auf jeden Fall mit der First Dates Reaction mit dem Star höchstpersönlich mit Alec hier im Aufnahmestudio. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Checkt auf jeden Fall gerne Alex ab. Wo am besten? Bei TikTok, ne? Ganz genau. Auf dem Kanal A Guy Named Alex 93. Okay. Richtig mit KS geschrieben. Ja, okay. Ich verlinke seinen TikTok. Verlinke ich in der Beschreibung, Leute. Schaut gerne bei ihm vorbei. Lasst ein bisschen Liebe da. Ich sage auch vielen Dank auf jeden Fall, dass du am Start warst. Ansonsten könnt ihr hier auch gerne noch andere Videos abchecken. Die sind hier irgendwo verlinkt und damit sagen wir sind raus. Und bis dann. Bis dann. Ciao, ciao.